Gott, ich will ein Storytime-Video machen. Viele haben nämlich, ich brauche den Zettel auch dafür, viele haben nämlich dafür gefragt, oh Gott. Viele haben mich nämlich gefragt, ich werde auch noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen, die ich auch oft gefragt werde, damit das ein bisschen mehr Sinn ergibt für euch. Also, weil viele ja auch gefragt haben, was ich arbeitsmäßig so gemacht habe. Also natürlich hatte ich 9 Jahre lang Schule, ich hatte die Vorschule und dann eben die 8 Jahre noch, also 4 Jahre Volksschule, 4 Jahre Hauptschule. Ja, ganz normal. Also das ist bei uns so. Ich wollte damals nicht weiter in die Schule gehen, ich hätte noch in ein polytechnisches Ding gehen können, aber ich wollte nicht und meine Lehrerinnen haben auch gemeint, ich schaffe das nicht. Also habe ich mir einreden lassen, nein, und habe das dann lassen. Mit 15, glaube ich, war ich dann aus der Schule heraus, 15, 16 sowas, war ich dann aus der Schule heraus, ich weiß das nicht immer, so lange ist das her. Und dann war ich sehr lange arbeitslos, ich habe überhaupt keinen Job gefunden, wirklich nicht, erst dann mit 18. Und da war ich dann in der Küche. Viele wissen das von meinem Vlog-Video, weil ich oft dort schon essen war und euch da mitgenommen habe. Das war in einer Küche. Ja, ich war auch, glaube ich, nach Weihnachten, glaube ich, da gibt es auch ein Vlog-Video, da war ich mit Jan und mit Roman dort. Es gibt noch viele, die ich dort kenne, also die mit mir zusammengearbeitet haben in der Zeit. Ich war nämlich 4,5 Jahre dort. Das Problem war nur, ich habe mit 18 dort angefangen, ich habe so angefangen zu weinen, weil das von 10 Uhr in der Früh bis 10 Uhr am Abend war. Meine Fresse, habe ich geheult. Ich war ja auch 18, ich meine, was will man? Ja. Also die ersten paar Monate haben sie gesagt, sie werden mich dann nicht behalten, aber sie nehmen mich dann nächstes Jahr im Sommer wieder, also das Jahr dann drauf. Also deswegen 4,5 Jahre, weil es nicht ganz ein Jahr war. Sonst wäre ich glaube 5 Jahre dort gewesen, um Gottes Willen. Ja, ich glaube es sind 4,5 Jahre, ich bin mir da nie so ganz sicher. Egal, ich glaube es sind 4,5 Jahre. Dann war ich dann nochmal dort und da habe ich mir dann Mühe gegeben. Ich habe dann... Also bei den ersten paar Monaten wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte das nur so durchdrücken, so gut es geht. Aber wie ich dann gemerkt habe, okay, ich bin schon wieder zu Hause über den Winter gewesen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will das nicht, dass ich dann kein Geld habe. Weil ich war 18 und ich habe mir gedacht, irgendwann solltest du mal einen Job finden, und damit du dir was leisten kannst. Ja, ich habe da auch zu der Zeit natürlich noch zu Hause gewohnt. Ich hatte die Wohnung, die ich jetzt habe, noch nicht zu der Zeit. Ja. Das heißt dann im Sommer, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ich habe keine Ahnung, irgendwann im Sommer haben sie mich dann wieder aufgenommen. Ja, und dann war ich dann, da war ich dann sehr, sehr brav. Ich habe auch dann am Schluss auch schon annoncieren dürfen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das heißt. Das heißt einfach nur, dass, ich weiß, wie ich es erklären kann, Leuten anschaffen, was sie zu tun haben. Das durfte ich dann schon dort, weil ich so lange dort war. Und viele haben auch auf mich gehört, besonders eine Dame, eine rumänische ältere Dame, die war immer urlieb zu mir. Weil die hat auch, obwohl ich jung war, hat sie trotzdem den Respekt vor mir gehabt, weil sie hätte ja meine Mutter sein können. Viele haben das nämlich nicht akzeptiert. Also es gab viele dort, die das halt nicht akzeptiert haben, wenn ich ihnen dann was gesagt habe. Obwohl da immer dann der eine Koch dazwischen geredet hat, wenn es so war. Gott sei Dank. Ja. Also habe ich dort 4,5 Jahre durchgehalten. Das Problem war nur, ich war wirklich dünn. Wenn ich ein Foto finde, ich kann euch das gerne da einblenden, wenn ihr wollt. Ich war wirklich, wirklich dünn. Ich meine, jetzt wäre ich gern wieder so schlank wie hier auf dem Bild, aber ich war echt dünn. Und ich war depressiv, weil ich eben keine Freizeit gehabt habe. Ihr müsst euch denken, ich habe nur einen Tag frei und das ist eine 7-Tage-Woche gewesen. Also 6-Tage-Woche und einen Tag nur frei. Und das war für mich wirklich, als so junges Mädchen, war das echt schlimm für mich. Ja, und dann war eben die Sache mit dem Zwilling. Zu der Zeit hat das dann angefangen, nach einem Teneriffa-Urlaub. Wie ich mit einem Koch dort war, hat das dann angefangen und ich war lange im Krankenstand und musste dann 2-mal operiert werden. Und die im Spital haben zu mir gesagt, dass das dieses dauernde... Weil du musst ja, wenn du in der Küche bist, musst du in ein Kühlhaus gehen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Salat oder sonst irgendwas holen musst. Und dieses dauernde im Sommer draußen heiß, in der Küche brechend heiß und dann in den Kühlraum, war für meinen Zwilling nicht gut, haben die Ärzte mir damals gesagt. Deswegen habe ich dann eine einvernehmliche Kündigung bekommen von dem einen Chef von den dreien. Ich glaube, es waren ja drei. Ja. Also Chef war das nicht unbedingt, das war der Schwiegersohn vom Chef.
Und der hat sich um die Personalsache eben kümmert. Und ich habe ihm das damals gebracht von dem Arzt, dass ich da nicht mehr arbeiten kann. Und ja, er hat dann braverweise einvernehmliche Kündigung gemacht und sie haben mich dann sofort in den Urlaub geschickt. Das war so eine Erleichterung für mich. Wirklich eine Erleichterung. Ich will die Zeit dort nicht missen. Also ich habe dort wirklich viel gelernt, was Menschen betrifft, was Arbeit betrifft. Also da arbeitet man wirklich. Das ist eine anstrengende Arbeit. Ich habe so Respekt davor, vor den Leuten, die das noch immer machen, besonders die, die noch dort sind. Weil die haben das ja, der alte Chef hat das ja verkauft und die haben das umgebaut. Wenn ihr das Follow Me Around gesehen habt, habe ich, glaube ich, eh darüber geredet. Ja. Also es war ein großer, großer Schritt. Ich war auch danach sehr, sehr glücklich. Nach ein paar Monaten nicht mehr. Weil ich war danach sehr lange arbeitslos. Wirklich sehr, sehr lange arbeitslos. Und das hat mich dann auch depressiv gemacht. Ich habe so zugenommen, wie ich arbeitslos war. Ich habe ja Videos schon gemacht, wo ich noch im Strandcafé war. Ich frage mich, wie ich das zeitlich geschafft habe, aber okay. Da habe ich schon Videos gemacht, wie ich in der Küche war. Und danach dann, ich glaube, das sieht man so in der Laufe der Zeit von dem Video, sieht man, wie ich zugenommen habe. Ja, das ist aber verständlich, weil man kann sich als arbeitslose Frau ohne ein richtiges Gehalt nichts leisten. Nur so zur Information. Das war wirklich keine schöne Zeit. Also, wenn ich einen neuen Job haben wollen würde, würde ich sofort suchen und dann erst kündigen. Ich war da jung und dumm. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe auch damals mit meinen Eltern gesprochen. Und sie haben gesagt, ja, du hast jetzt so lange durchgehalten, dann bleib halt eine Weile zu Hause und such nebenbei. Weil ich wollte unbedingt in den Verkauf gehen. Unbedingt. Ich wollte unbedingt in den Verkauf. So nach 1, 2, 3 Jahren hat das dann mit Make angefangen, wie ich beim Strandcafé war. So hat das geheißen, wo ich war. Und da war ich sogar oft im Donauzentrum, weil das ist dort in der Nähe, und habe dann dort immer bei Mac immer Sachen gekauft. Extra wegen der LE war ich in der Pause dort und bin dann extra zurückgegangen. Das war so ein richtiges... ich war sogar geschminkt in der Küche. Könnt ihr euch das vorstellen? So deppert. Das war dann am Schluss dann. Ja. Na. Das war wirklich doof. Aber ja, ich war dann sehr, sehr lange arbeitslos, weil das AMS nicht wusste, was sie mit mir machen sollten. Weil die Vollidioten, also meine Beraterin, wollte mir einen Staplerführerschein andrehen. Für was sollte ich das brauchen, habe ich mir das, wenn ich in den Verkauf will. Sie haben mir nämlich nicht den Visagistenkurs bezahlen wollen. Da war ich mega sauer, weil ich war in dem BBRZ. Das ist so ein... Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich glaube schon. Da geht man halt hin, wenn man... Oder beziehungsweise da schicken dich von AMS die Leute hin, wenn sie nicht mehr wissen, was sie mit dem machen sollen. So sehe ich das. Weil ich war ja kein extremer gestörter Pflegefall oder sonst irgendwas, sondern es war nur wegen dem Zwilling, dass ich ihnen erklärt habe, dass ich in keine Küche mehr will. Will ich nicht mehr. Nein. Ich war dann eine Zeit lang auch in einer Schulküche. 1, 2 Tage, da habe ich aber dann aufgehört und der hat mich so beschissen dort, das war auch heftig. Der hat mich sowas von beschissen, der eine. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Schule das war. Irgendwo am Rennweg, glaube ich, war das. Das war so ein mieses Arschloch. Ich weiß, man sollte nicht so reden, aber das war echt ein Arschloch. Der hat mich angemeldet dort und ich hatte dann einen Monat kein Arbeitslosengeld. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, weil ich habe von ihm kein Geld bekommen, weil er gemeint hat, das waren ja nur Probetage, dabei hat er mich angemeldet. Und das AMS hat mich abgemeldet. Das heißt, in den einem Monat hatte ich kein Geld. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich hatte wirklich eine harte Zeit hinter mir. Jetzt wisst ihr wenigstens, warum ich mir alles gleich immer kaufe, weil ich konnte das sehr, sehr lange nicht. Sehr, sehr lange nicht. Eben weil ich nichts gefunden habe und weil der Arsch mich da so beschissen hat. Und dann kann ich mich noch erinnern, war ich auch einmal noch in einer anderen Küche. Im ersten Bezirk war das. Da habe ich mich aber nicht wohl gefühlt und die Öffnungszeiten waren noch schlimmer als im Strandcafé. Da hat mir jemand vom Strandcafé den Tipp gegeben, dass sie dort jemanden suchen, und sie haben mich empfohlen, aber ich habe ihnen erklärt, dass ich wollte einfach in keine Küche mehr. Ich glaube, das hat man, wenn man mich dort stehen gesehen hat, auch gesehen, dass ich einfach nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr in einer Küche, wirklich nicht mehr. Und jeder hat mir immer versucht, den Küchenjob anzudrehen. Bei der erste von der Schule, das war auch eine von eine Lieferantin von Strandcafé war das. Die fand ich immer sehr, sehr nett. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ich habe auch ihre Nummer nicht mehr, weil ich habe auch die Nummer gewechselt. Ich glaube, die Nummer hat sie gar nicht mehr. Sie wollte mir damals nur helfen. Ich meine, mein Gott, aber es war ihr Freund und das war ein Arschloch. Mit dem Betrug da, was der da gemacht hat, weil er mich angemeldet hat, der Wichser.
Und der andere Job vom ersten Bezirk in der Küche war eben auch von einem vom Strandcafé, der in der Schank, also bei den Getränken arbeitet. Der hat gesagt, ich soll dorthin. Der war auch ursauer auf mich, wie ich dann gesagt habe, ich will nicht. Weil sie nicht verstanden haben, dass ich nicht mehr in die Küche will. Dass ich im Verkauf will, mehr mit Leuten. Weil ich war dort ja in der Küche eingesperrt. Das Einzige, was ich mit Leuten gesprochen habe, ist, wenn sie was zum Mitnehmen bestellt haben. Und das war das Einzige. Im BBRZ dann hatte ich dann von alleine natürlich, die Idioten haben mir nicht geholfen. Die haben so lange gebraucht, um rauszufinden, was für einen Job ich machen kann, dieser Arschgeigen. Ich hab's dort gehasst wie die Best. Das war wie in einer Schule. Wir mussten Draht biegen, Plakate malen und lauter so eine Scheiße. Kannst du dir das vorstellen? Wie im Irrenhaus. Wie im Irrenhaus. Ich habe dort dann mich selber dauernd trotzdem beworben, natürlich, ist ja logisch, und habe dann einen Job im Tullywell, beziehungsweise ein Bewerbungsgespräch beim Tullywell gehabt. Auf der Meidlinger Hauptstraße ist die fixe Filiale und da hatte ich ein Bewerbungsgespräch und ich hatte Glück und die hat mich genommen. Ich war so glücklich. Es war aber wenig Stunden. Ich habe nicht viel verdient dort. Ich glaube, ich war nur... Wie viele Stunden war ich dort angemeldet? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber es waren wirklich wenig Stunden. Ich war nicht mal Vollzeit. Ich war, glaube ich, 30 Stunden, wenn überhaupt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Dann war ich am G3 im Tullywell. Eine Abonnentin kann sich sicher daran erinnern. Liebe Grüße an dich, wenn du das Video siehst. Die kann sich daran erinnern, weil die hat mit mir damals dort ein Foto gemacht. Das war nicht so lustig, weil ich bei der Kasse stand und sie hat mich angesprochen und mir war das so unangenehm am Anfang. Aber das ist immer unangenehm am Anfang. Ja. Ich war halt nur einen Monat dort, weil am Anfang hat es mir Spaß gemacht, dieses Wäsche zusammenlegen und Kabinen ausräumen. Besonders weil die Filialleitung und ich, was die Filiale übernommen hat, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Sehr, sehr gut verstanden. Leider jetzt nicht mehr. Leider, weil ich mochte sie eigentlich sehr gern, aber ja, ist halt nicht so schlimm. Mir geht sie auch teilweise sehr ab. Ich habe vor kurzem in einer anderen Filiale, wo ich gehört habe, dass sie jetzt dort arbeitet, versucht sie zu besuchen. Sie war aber nicht da. Vielleicht probiere ich es nächstes Mal wieder. Weil ich mochte sie sehr, sehr gern. Sie hat auch geweint, wie ich dann weggegangen bin. Weil ich war nur einen Monat dort. Und habe halt, jetzt kommt die grausamste Story. Ich weiß nicht, warum ich so dumm war damals. Wie ich beim Tullywell war, habe ich jemanden kennengelernt, der bei Yves Rocher arbeitet. Und die war begeistert von mir, weil ich so nett war. Ja. Yeah. Die hat mir erzählt, dass sie die Filiale dann übernimmt im G3, im Yves Rocher, und ob ich dort arbeiten möchte. Also sie hat mich quasi abgeworben, was man ja eigentlich nicht darf. Habe ich von meinem Vater erfahren. Man darf niemanden abwerben. Das ist verboten, glaube ich. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber mein Vater meint, dass der Tullywell sie anzeigen könnte, weil sie mich abgeworben hat. Ja, weil ich halt unbedingt was mit Make-up und sowas machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, das wäre die erste Chance, wenn ich bei Yves Rocher anfange, um dann weiterzukommen. Ich muss ja nicht lang bleiben. Ich könnte ein paar Jahre bleiben, ein, zwei. So wie ich es eben in der Küche gemacht habe. Und dann könnte ich es weiter schaffen in ein anderes Douglas Mariano oder sonst irgendwas. Okay, also habe ich eben meiner Filialleitung vom Tullywell gesagt, dass ich wechseln werde, weil mich das mehr interessiert. Mir hat es auch urleid und sie hat auch dann geweint. Ups, weil sie mich halt leiden hat können. Und sie hat auch gesagt, sie wollte mich zur Stellvertretung machen und ich wollte das aber nicht. Nee, aber das war echt viel Verantwortung. Erstens mal umbauen und das Ganze, nee, nicht mit mir. obwohl es mir leid dann hat, dass ich gegangen bin. Jetzt im Nachhinein überhaupt, aber ich habe da nicht reinpasst. Ich war da noch nicht so dick wie jetzt, aber ich habe da nicht reinpasst. Ich habe da beim Tullywell wirklich nicht reinpasst. Obwohl ich gern dort dann einkauft habe, wie ich dann dort kackelt habe, weil du halt natürlich Sachen findest. Zigtausende, wenn du was wegräumst. Aber ja, kommen wir zu Yves Rocher. Sie hat mich dann glücklicherweise abgeworben. Und hat mir auch dauernd ihren Sohn schon gezeigt im Bus. Und ihr kennt sie noch von meinen alten Videos, glaube ich. Also wer man an... Ich glaube, nein, die Follow Me Around Videos sind auf dem Kanal. In Mario. Mit dem bin ich dann auch zusammengekommen. Und das war dann, also quasi die Filialleitung, war dann meine Schwiegermama. Könnt ihr euch das jetzt vorstellen, wie das war? Ich glaube, ich habe das aber irgendwo auch schon mal erzählt. Ja. Keine Ahnung, wie. Ich habe ihr aber damals von Anfang an gesagt, ich will nicht
dass das zwischen uns ist. Weil ich habe da im Tali-Wail schon was mit Mario angefangen und habe dann zu ihr gesagt, ich will das nicht, dass wenn ich dann zu ihr wechsle in Infrochet, dass das irgendwie, wie habe ich das gesagt? Dass ich Probleme kriege oder sonst irgendwas, das will ich nicht, das habe ich klipp und klar gesagt. Und sie hat gemeint, nein, das wird nicht so sein, weil sie trennt Arbeit und Privat. Das hat man dann in den halben Jahr gesehen, aber wurscht. Ja, hat sie natürlich nicht. Sie hat mich dort so zur Sorge gemacht. Sie kann zwar gut einschulen, also ich will jetzt nicht nur schlecht über sie reden. Sie hat mich sehr, sehr gut eingeschult, weil ich musste ja die Produkte lernen und was auch drinnen ist in den Produkten, was ich jetzt gar nicht mehr weiß. Aber das musste ich alles lernen. Und bei der anderen Filialleitung, die war urlieb. Also, lieb, ist ein bisschen hart gesagt, die war eigen, die war auch eigen, aber ich habe mich mit ihr besser verstanden und das hat meiner damaligen, also die Nachfolgerin, der hat das überhaupt nicht passt. Weil die Natascha heißt sie, die hat mir dann auch private Sachen erzählt, was sie der Jenny, also meiner Schwiegermutter in Spe, nicht verraten hat. Und da war sie immer ursauer auf mich, weil sie Angst gehabt hat, dass ich ihr den Filialposten wegnehme, was ja ein Blödsinn war, weil ich ja nur einen Monat dort war, wie sie weg... Nicht einen Monat. Ein paar Monate, ist ja wurscht. Ich war nur ein paar Monate dort und sie hatte Angst, dass ich ihr den Filialposten wegnehme, was ja Blödsinn ist. Aber das ist leider bei Frauen so. Da kann man leider nichts machen. Naja, im Endeffekt, ich war dann nur ein halbes Jahr dort. Weil mit Mario und mit mir hat es nicht funktioniert. Überhaupt nicht, weil er war ein Riesenarsch. Er war ein Riesenarsch, also meiner Meinung nach. Ich war auch nicht besser, gebe ich ganz ehrlich zu, ich war auch ein Arschloch. Ich habe mich dann eben mit seinem besten Freund, ihr kennt ihn, mit dem Jan getroffen, weil er gesagt hat, falls ich irgendwie Probleme mit ihm haben soll, kann ich mich bei ihm melden, weil er ihn eben schon so lange kennt und er erklärt mir das dann, warum er so ist und das Ganze. Und ja, ich habe mich schon von Anfang an zum Jan hingezogen gefühlt, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war ihm peinlich genug. Und ich habe mich im Kino überhaupt nichts sagen drauf, wie wir im Kino damals waren und auch was trinken, glaube ich. Waren wir da was trinken? Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Nur Kino, glaube ich, waren wir da. Und er hat gesehen, dass es mir nicht gut geht. Das Problem ist, wenn es mir psychisch und, also, wenn es mir gefühlsmäßig nicht gut geht, sieht man mir das sofort an. Ich schaue aus wie eine Wasserleiche. Mir sieht man das sofort an. Und ja. Deswegen, er war halt da für mich und das hat mir auch, gefehlt, was beim Mario nicht so war. Seine Mutter hat mich beim Infrochet so gemobbt, wie die Natascha dann weg war und keine Filialleitung mehr dort war. Wie dann sie Filialleitung war, ging es richtig bergab mit mir, weil sie hat mich gemobbt. Sie hat gesagt, ich stinke. Sie hat gesagt, ich bin ungepflegt und weiß ich nicht was. Also die hat mir Sachen ins Gesicht gesagt, wo ich mir oft gedacht habe, und du hast auch ein Katzenhaar auf dein Gewand, aber who cares. Und nach Hund habe ich auch gestunken. Ja, nach Hund habe ich auch mal gestunken. Also falls jemand das Mobbing-Thema interessiert, nach Hund habe ich auch gestunken. Ja, war eine schöne Zeit, ja. Eben nicht, aber wurscht. Ich war so fix und fertig. Könnt ihr euch das vorstellen, wie schlimm das für mich war? Ich wollte nur noch weg. Ich habe nicht gewusst, wie ich das machen soll. Weil ich Angst gehabt habe, dass ich nichts finde und ich wollte nicht arbeitslos sein. Aber diese Drecksau, diese Bezeichnung zählt zu ihr. Meine Schwiegermama ins B hat mich bei der Chefin schlecht gemacht. Das Problem war nur, ich habe am selben Tag noch mit der Chefin gesprochen. Es hat geheißen, sie kommt, habe mich extra aufgeseilt, habe eben zeigen wollen, dass ich nicht ungepflegt bin und nicht stinke und sonst irgendwas. Ja. Und habe auch extra noch mit der Chefin gesprochen. Die Chefin sagt auch noch zu mir, weil da war ich extra im Segrafedo mit ihr, da war die Jenny, meine Schwiegermama, sauer, weil ich mit ihr ein Einzelgespräch haben wollte. War mir aber scheißegal. Und die hat mir versichert, nein, keine Sorge, es wird alles wieder gut, sie müssen nur ein bisschen Geduld haben. Kündigen mich die Arschlöcher nicht. Ich habe da am nächsten Tag nämlich frei gehabt und hatte da die Kündigung im Postkasten. Und der Jan war da auch zu der Zeit auch noch bei mir zu Hause. Ich habe so bitterlich geweint, weil mich das so getroffen hat. Weil zuerst die Chefin mir sagt, dass alles gut wird und ich soll mir keine Sorgen machen, dabei habe ich schon die Kündigung schon längst im Briefkasten. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Aber ja, was will man machen? Ja, es war nicht lange, da war ich dann arbeitslos wieder natürlich, aber es hat nicht lange gebraucht. Ich habe mich beim Douglas beworben und die haben mich dann genommen. Ich war nicht mal, glaube ich, einen Monat arbeitslos und die haben mich genommen. Ich war so stolz auf mich. Ich war wirklich stolz auf mich. Aber die Chefin war auch ein Trampel. Also die war auch ein blödes Weib. Ich weiß gar nicht, ob die noch dort ist. Interessiert mich auch gar nicht, weil
war ja nur einen Monat dort und das war ja auf der Thalia-Straße, die Filiale gibt es ja nicht mehr, wo ich war. Und die zwei Mädchen, die dort waren, ich glaube, die konnten mich nicht ausstehen. Die hatten auch, glaube ich, komplett was dagegen, dass ich dort war. Ja, ich mochte die aber auch nicht. Also man hat das auf Gegenseitigkeit beruht. Außerdem sehe ich die beiden noch, weil ich weiß, wo jeweils eine arbeitet und ich hasse beide. Nur so nebenbei. Ich kann beide nicht ausstehen, aber was soll's. Ja, ich war dann nur einen Monat dort, habe dann noch einspringen müssen in anderen Filialen. Ich war in der SCN, die Filiale gibt es ja auch nicht mehr. Und also 2 Tage SCN leider und 1 Tag Währinger Straße. Und Währinger Straße war super. Da habe ich mich total wohl gefühlt. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte dorthin gewechselt, weil die hatte auch mehr Geduld mit mir. Die hat mir ein paar Sachen auch erklärt. Die war wirklich sehr, sehr nett. Die Filiale ist zwar relativ klein, aber die war wirklich nett. SCN war es anders. Die Filialleitung hat mich so behandelt wie Mie Frochet. Sie hat gesagt, ich bin ungepflegt und lauter so Sachen. Die hat mich überhaupt nicht leiden können. Weil mir ist es halt rausgerutscht. Ich bin halt jung und dumm. Sagen wir es halt, wie es ist. Jung in Anführungsstrichen. Ich hab sie geduzt, statt sie mit sie angesprochen habe, wie ich sie gesehen habe. Und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich schon ausgeschissen gehabt. Da war ich schon unten durch bei ihr, wie das war. Und dann ist sie nur noch auf mich losgegangen. Da war dann noch eine andere dort, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Die war auch sehr nett. Aber die Filialleitung dort, die ist auch danach gar nicht mehr dort gewesen. Ich war dann einmal noch dort besuchen, bevor sie die Filiale zugesperrt haben. Und die, was dort war beim Douglas, hat mich sogar wiedererkannt. Und wir haben ein bisschen miteinander gesprochen. Ja, das war aber danach. Das Problem war, am letzten Arbeitstag war ich so gut. Das klingt jetzt vielleicht eingebildet, aber ich hatte ja keine Ahnung von den Düften, geschweige von der Pflege. Ich hatte null Ahnung. Null Ahnung. Und bei der Klinik, bei der Theke, wenn man mich dort hingestellt hat, war ich verwirrt bis zum Gehtnimmermehr. Und da war ich gar nicht blond, ich war schwarzhaarig. Aber ich war verwirrt. Mehr als nur verwirrt, weil das wirklich kompliziert ist mit der Verpackung. Ja. Am letzten Arbeitstag war ich sehr, sehr brav, habe sogar Zusatzverkäufe gemacht und sie hat mich dann ins Büro gerufen am letzten Tag. Also wie wir dann, ich hatte nämlich mit der Filialleitung von dort den letzten Tag, habe dann ein Gespräch noch gehabt am Schluss, ob sie mich jetzt nimmt oder nicht. Das Lustige war, sie haben ja mir am Anfang des Monats schon gesagt, also sie haben mir so das Gefühl gegeben, sie nehmen mich fix auf, weil sie haben mit mir geredet. Und haben gesagt, na, wenn du dann da bist, kriegst du das und das und das und das und du und dieses und jenes. Und dann haben sie auch schon meinen Geburtstag auf einen Zettel geschrieben, weil die haben ihre Geburtstage auf einen Zettel gehabt und haben mich schon dazu geschrieben gehabt. Und ich habe gedacht, ja, die nehmen mich fix auf. Ich brauch keine Angst haben, dass ich keinen Job mehr habe. War aber dann nicht so. Am letzten Tag haben wir eben miteinander gesprochen, weil wir eben nur zu zweit waren. Sie hat eben gesagt, dass sie mich nicht nehmen wird. Weil SCN war nicht begeistert von mir, die Filialleitung, Währinger Straße schon. Aber die anderen beiden Mädels fühlen sich bedrängt, weil ich, wie haben sie das gesagt, die zwei Schlampen? Mal wurscht, ob die das sehen oder nicht, oder hören mir, wurscht, ich kann die beiden nicht ausstehen. Ich sehe sie auch oft noch auf Schulungen, am liebsten würde ich ihnen ins Gesicht spucken. Sie haben irgendwie so gesagt, ich bin so, wie haben die das gesagt? Nicht aufdringlich? Das zwar auch, aber nicht nur. Wie haben die das gesagt? Ich hab halt eben nicht Nähe gesucht, aber ich wollte halt so den Kontakt zu ihnen aufbauen. Und das hat ihnen, glaube ich, nicht gefallen. Ich war ihnen zu lästig, sagen wir es so. Ich weiß jetzt nicht den genauen Wortausdruck, was die Filialleitung von dort benutzt hat, aber ich war ihnen, glaube ich, zu lästig. Ich habe ihnen einfach nicht taugt. Und deswegen musste ich weg. Weil die Filialleitung hat sich schon sehr beeinflussen lassen, was andere sagen, und sie hat sich kein eigenes Bild machen wollen, weil am letzten Tag hat sie gesagt, war ich so brav und wäre ich schon so die ganze Woche, also das ganze Monat gewesen, hätte sie mich behalten. Ich habe ihnen aber erklärt, sie müssen mit mir Geduld haben, weil ich kenne die Produkte nicht. Ich hatte ja keine Ahnung von ihnen was. Ich habe zwar schon, wie ich gehört habe, ich arbeite beim Douglas, habe ich mich dann schon ein bisschen schlauer gemacht, habe mir extra Zeitungen gekauft, habe die Sache ausgeschnitten, habe alles durchgelesen, habe mir die Duftbeschreibungen im Internet durchgelesen auf der Douglas-Seite, habe mir die Pflege durchgelesen, aber es war zu wenig. Ja. Was ja nicht schlimm war, weil ich habe mich dann noch natürlich weiterhin beworben, das hat mich natürlich auch wieder aus der Bahn geworfen, dass die mir zuerst versprechen, sie behalten mich und dann kicken sie mich raus. Aber dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch beim Müller. Das war auch kurze Zeit danach. Da war ich auch wieder nicht lange arbeitslos. Mein Vater hat mich extra dorthin gebracht,
mit dem Auto, obwohl das nicht weit von mir entfernt war. Hat er mich dorthin gebracht mit dem Auto. Und das Gespräch lief ziemlich gut. Ich war aber sehr, sehr nervös, weil drei Leute drin waren. Drei Leute. Ich war so nervös. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie nervös ich war. Und das Lustige war, die Abteilungsleitung von mir, die ich jetzt habe, war damals Abteilungsleitung im G3. Und ich habe sie vom Sehen her, habe ich sie gekannt. Ich habe jetzt nichts mit ihr geredet oder sonst irgendwas, sondern ich habe nur sie gesehen. Weil durch das, dass du jeden Tag dort bist und mit dem Bus fährst oder sonst irgendwas, kennst du halt die Leute dann von dort. Das ist ja normal. Oder wenn du jetzt jeden Tag im selben Gewand dort rumrennst oder im ähnlichen Gewand, dann ist es ja klar, dass das auffällt. Ja, das hat sie ja eh auch gesagt, dass sie weiß, sie kennt mich von irgendwoher. Und ich war damals im Infrochet und dann hat sie gesagt, ich war im G3 und dann haben wir sich schon ein bisschen verstanden. Ja, und dann am 8.8. vor fast 4 Jahren, es werden jetzt bald 4 Jahre, im August, übernächsten Monat, nein, jetzt nicht, übernächsten Monat wären es 4 Jahre, wo ich bei Müller bin. Das ist das, nach dem Strandcafé ist das jetzt das längste, wo ich bin. Das Problem war, ich habe halt oft schon wechseln wollen, weil wir haben ja nicht alle Marken. Und ich hätte gern auch mit den anderen Marken. Die anderen Marken kenne ich jetzt schon, also Biotherm, Clinique, Lancaster, alles mögliche. Aber wir haben halt also in meiner Filiale gibt es kein Chanel, kein Dior. Wir können es zwar bestellen, machen wir für die Kunden auch. Aber bei mir gibt es kein Chanel, kein Dior, kein Guerlain, kein Bulgari, kein Elisabeth, kein Narciso Rodriguez. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's. Und noch ein paar andere Sachen, glaube ich, die es nicht gibt. Terre Mugler gibt es nicht. Also die gängigsten gibt es bei uns nicht. Und deswegen, ich hätte so gern damit gearbeitet, versteht ihr? Also ich würde so gern damit arbeiten. Und deswegen habe ich mit meiner Filialleitung gesprochen, ob ich nicht in die SCN wechseln darf, weil er da die neue Filiale aufgemacht hat. Und erst das geheißen, ich kann vielleicht wechseln. Und dann habe ich eben ein Gespräch mit meiner Abteilungsleitung gehabt. Ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Aber sie war halt sauer, dass ich meine Filialleitung zuerst gefragt habe und nicht sie zuerst. Und ja, dann habe ich halt nicht gewechselt. Dann habe ich mir gedacht, okay, weil sie mir auch negative Sachen aufzählt hat, mit dem sie mich auch ein bisschen beleidigt hat, aber egal. Habe ich mir gedacht, okay, bleib in der Filiale, wo du jetzt bist. Du weißt alles, du kannst selbstständig arbeiten. Dann bleibe ich halt. Ich war ja bei der Eröffnung, bei der SCN, und ich habe mich so geärgert. Ich hätte am liebsten dort drinnen in dem Geschäft angefangen zu weinen. Die haben alles. Die haben wirklich alles. Und meine Kollegin, die was bei uns Samstagskraft war, ist dort eben. Die hat dort hingewechselt. Und ich bin so, so verdammt traurig, dass ich dort nicht hingewechselt habe. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da bin ich trotzdem noch sehr, sehr traurig. Ich war auch schon lange deswegen nicht mehr in der Filiale. Nur bei der Eröffnung war ich dort, seitdem nicht mehr. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Zukunft bei mir. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich zukunftsmäßig machen will. Wirklich nicht. Weil ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ewig beim Müller bleiben will. Ich liebe das natürlich. Ich habe meine Stammkunden. Ich kenne mich mit allen aus. Ich kann mir meine Arbeit selber einteilen. Das ist das Positive. Wirklich positiv. Das Negative ist halt, ich möchte gerne mit mehr Marken arbeiten. Oder ich habe mir auch eine Zeit lang einbildet, dass ich bei MAC anfangen will und habe auch dort nicht direkt beworben, aber ich habe immer nachgefragt, ob sie wen suchen. Ja, aber das Problem ist, mir würden die Düfte abgehen. Also die Gesichtspflege und die Düfte. MAC hat das natürlich auch, aber mir würden die anderen Marken abgehen. Ich liebe ja Biotherm. Ich bin ein Biotherm-Junkie. Wer das noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Ich liebe Biotherm. Ich könnte ohne den gar nicht mehr. Ich verkaufe es gern, ich benutze es gern. Ich gehe sogar noch Schulung rein. Ich könnte ohne den gar nicht. Deswegen habe ich mir dann gedacht, ja okay, MAC war zwar schon immer dein Traum und sie würden dich vielleicht nehmen, weil ich habe mit einer gesprochen, die war urlieb und sie gesagt, ja, das wäre überhaupt kein Problem, sie nehmen dich sicher. Ich kenne ja auch die Chefin von dort, die kenne ich. Sie kennt mich auch, weil ich halt immer im Donauzentrum so brav einkaufen war. Kennt sie mich. Und deswegen... Ja, das Problem ist, man braucht ein Zertifikat, dass man geschminkt hat. Ich habe zwar 2, aber ich weiß nicht, ob die zählen. Ja, deswegen, ich liebe meine Müller im Ich liebe die Arbeit im Müller. Das Problem ist halt nur, dass ich gern, manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach so,
so alltäglich und ich will was Neues. Ich bin leider so. Also nach ein paar Jahren, so wie in der Küche, nach ein paar Jahren habe ich irgendwie was anderes im Kopf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Aber ich bin gern dort und ich bin auch stolz auf mich, dass ich vier Jahre dort bin bald. Also ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas machen werde. Vielleicht Cupcakes oder so mit Müllerzeichen oder sowas. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss noch überlegen, ob ich was mache. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit zum Überlegen, aber ich habe irgendwie vor, so Cupcakes oder Kuchen oder so machen zu lassen, weil ich ja vier Jahre dort bin. Obwohl es keine Feier wert ist, aber oh, ich bin schon stolz auf mich. Ich bin schon stolz auf mich, dass ich vier Jahre dort bin. Es war oft schwer und oft ein bisschen leichter und dann wieder doch nicht und lustiger und dann wieder auch nicht. Also es war Ups and Downs, sagen wir es mal so. Aber ich bin wirklich gern dort, sonst wäre ich ja jetzt nicht vier Jahre dort. Wer mich kennt, weiß das. Ja. Mehr gibt's gar nicht zum Sagen. Also zukunftsmäßig bin ich noch sehr, sehr unentschlossen. Ich will irgendwie dort bleiben, dann irgendwie auch nicht. Also das ist irgendwie so ein Rumgehopse wie ein Hase. Ja. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, fragt mich gerne. Ihr könnt mich alles fragen, außer wo ich arbeite. Das verrate ich natürlich nicht. Aber ihr könnt gerne mir Fragen stellen, falls euch noch was einfällt, weil ich weiß jetzt exakt nicht mehr, was ich sagen soll. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!